Da sind wir, die grünen Handschuhe. Susa ist der Kopf der Bande, Alicia unsere Seele und ich der Körper. Wir haben gestohlen, aber nur von den Reifen. Und gaben es, ihr wisst schon, bis wir aufgeflogen sind. Das Tattoo ist ein Schlüsselbeweis und kann endlich zur Verhaftung der geheimnisvollen Bande führen, die mit grünen Handschuhen operiert. Wer wagt einen derart dreisten Überfall mitten am helllichten Tag? In der Nacht. In der Nacht. Wir mussten also untertauchen. Ein Altersheim. Nur über meine Leiche. Komm oder geh ins Gefängnis. Entscheide dich. Wo sind wir gelandet? Wir lernten dort wunderbare Menschen kennen. Bezaubernde Menschen. Und Marjana. Willkommen in der zweiten Heimat. Ich bin zu jung für die Bude. Wir kriegten da mächtig Probleme. Mama liebte Ratespiele. Ich legte ihr einfach nur die Beweisfotos so auf den Tisch. Die Vergangenheit holte uns ein. Tomek! Hallo, Mama. Du warst keine schlechte Mutter. Doch, ich war nie für ihn da. Du hast Tomek keine Drogen verkauft. Schließlich war ich nur euretwegen 8 Jahre im Knast. Erklär mir lieber, was mein Ex-Mann nach all den Jahren von mir will. Ich helfe dir. Und Sie sagen, diese Frau sei der Kopf der Organisation? Aber es hat sich ausgezahlt. Ich bin absolut unschuldig. Nur falls ihr euch verstecken müsst. Das sind die Schlüssel. Wir ließen alles hinter uns und fuhren ins Bierschadergebirge. Also lief alles wie geplant? Die grünen Handschuhe. Gib mir die Nummer des Franzosen. Aber ich möchte Garantien. Ich bete täglich für dich. Sag, wo bist du? Ishkadi. Wunderbarer Ort.